sind noch mehr Waffenbündel. Vielleicht liegen hier draußen irgendwo welche rum. Mal ein bisschen umschauen. Waffenbündel. Sieht nicht so aus. Wir brauchen auch später noch jede Menge Waffenbündel. Deswegen kann es nicht schaden, jederzeit Ausschau zu halten. Es sieht hier nicht so aus, als ob hier noch mehr sind. Gehen wir erstmal zurück. Bringen den Schmied zu Redok. Und eigentlich bin ich mutig genug, auch zu sagen, komm, dann versuchen wir eben die anderen Ork-Truppen auch noch zu erledigen. Dann wäre Redok jedenfalls schon sehr freundlich zu uns. Und wir um einige stärker. Apropos Stärke. Ich könnte mal ein bisschen Stärke lernen. Upsa. Wo war nochmal Redok? Ich vergesse es immer. Sieht auch so unscheinbar aus. Da? Nein. Ach, hier. Siehst du? Ich hab's gerade verpasst. Moin, Jungs. Ich hab euch einen Schmied mitgebracht. Hab ich ja. So, ich werde die Aufnahme mal gleich beenden, weil ich gerade sehe, dass ich schon jede Menge Minuten hab. Auf dem Konto hab. Schmied. Kann dir doch egal sein. Bewegt sich nicht. Was macht er da? Als wenn das so einfach wäre. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ist das dein Ernst? Ja, bisschen buggy. Einen Rat annehmen. Ja, ja. Ich denke darüber nach. So. Das nächste Mal auf den Weg nach Kapdun, würde ich sagen. Oder machen wir die Ork-Truppen noch? Ich habe gerade gar keine Uhr hier, sonst hätte ich gesagt, ja, machen wir noch ein bisschen. Aber rendern will ich ja auch noch. Nee. Ist gerade unter der Woche bei mir. Muss morgen wieder arbeiten. Javier. Kümmere dich besser um deinen Kram. Will das keiner wissen? Mach hier keinen Ärger, klar? Bis der Dicke da mal runterkommt. Hast du nichts zu tun? Hast du nichts Besseres zu sagen? Ich weiß, das ist ein bisschen ungelegen gerade. Hi Cliff. Guck mal. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. Jetzt können wir unseren Waffenvorrat wieder aufstocken. Übrigens. Kümmere dich besser um deinen Kram. Toll. Vielen Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Was denn? 300 Gold. Ja, wunderbar. Hallo? Bring mir was über das Schmieden bei. Oh. Schwere Rüstungen richtig nutzen, über Schürfen wissen. Klinge schärfen. Das ist alles schön, aber... Zeig mir das. Interessiert mich gerade wenig. Hat der eine schöne Waffe? Bastardschwert. Ja, das wäre tatsächlich gut, aber das... Später. Ich muss mal gucken, wie ich effektiv noch Punkte verteilen kann. Ich kann doch jetzt mit euch handeln, oder? Bis später. Ja, hier, Joey hatte doch was zum Handeln, oder? Handeln. Gut, mal sehen, was ich dir an Ausrüstung anbieten kann. Ja, zeigen. Zeig mir deine Ware. Bögen. Ein normaler Bogen. Hab ich den nicht auch? Ja. Scharfer Pfeil. Nö, nichts von Interesse. Wenn es hier irgendwo einen Jäger gäbe, bei dem ich lernen könnte. Ich glaube, ich weiß auch wo. Aber dafür müssten wir ein wenig laufen. Das nimmt kein gutes Ende. Richtig, deswegen machen wir das jetzt auch nicht. Das machen wir jetzt auch nicht. Hallo, hat er ja schon mit uns gehandelt. Aber wir wollen beim Magier nochmal schauen, ob er noch ein paar Fläschchen hat. Hallo. Handel mit mir. Gut, mal sehen, was ich dir an Tränken und Kräutern anbieten kann. Kräutern. Zeig mir deine Ware. Was ist das?
Novizenrobe. Altes Wissen 25. Ah. Interessant. Du hast 44 Fläschchen. Ich nehme mal ein bisschen was mit. Dafür lasse ich dir was hier. Den Rest tauschen wir so, glaube ich. La! Ja. Den Rest tauschen wir so. Okay. Gut. Ach so. Ich werde beim nächsten Mal vielleicht Copper wieder mitnehmen, wenn wir in Richtung orkische Lager uns aufmachen. Wir wollen mich noch ein paar Orks klopfen. Das aber, meine Freunde, machen beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic 3. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, euer VarxLP. Herzlich willkommen, ein fröhliches Moin zu einer neuen Runde Let's Play Gothic 3. Und ja, was machen wir denn heute Schönes? Wir gehen weiter Richtung Cap Dun waren wir unterwegs. Wir hatten gerade noch den Schmied abgeholt. Ich glaube, den haben wir unten schon reingepackt. Ich habe gerade die Vermutung, dass die Audio zu laut ist. Es geht eigentlich. Okay, es geht eigentlich. Da muss ich mein Spiel an sich ein bisschen lauter machen, denn ich meine, ich bin gerade ein bisschen leise. Vielleicht muss ich das Mikro noch ein bisschen... So, vielleicht ein bisschen... Hört man mich jetzt schnaufen? Warte, Test. Das mache ich eigentlich vor der Aufnahme. Aber ich muss das mal so ein bisschen hinbiegen. Von meinem Headset. Dass das nicht direkt von meinem... von meiner Nasenöffnung hängt, sondern doch eher von meinem Mund. Und auch nicht direkt von meinem Mund, weil man sonst jedes direkt hören kann. Achso, jetzt bin ich noch auf. Glaubst du wirklich? Ah, stimmt. Wir wollten ja nochmal mit Dingens zusammen, mit Copper zusammen. Du hältst dich da raus. Wie, ich halte mich da raus. Nein, wir wollten heute Orks kloppen gehen. Bevor wir nach Cap Dun gehen, möchte ich gerne, dass wir noch ein wenig, die Orks verprügeln. Die auf dem südlichen, was hat er gesagt? Die zwischen Cap Dun und hier kampieren. Hoppla. Spielt denn da die Laute? Copper, komm mit. Komm mit, alles klar. Spielen die da schon Laute? Ich weiß gar nicht, haben die das früher auch schon gemacht? Wer ständig alles rum erzählt, darf sich nicht wundern. Das ist richtig. Die Frames sind gerade nicht überragend, aber... ich weiß nicht, in letzter Zeit ist bei jedem Video irgendwas... In Breath of Fire habe ich üble Tonschwierigkeiten. In Elder Scrolls Online habe ich... Lags gehabt. In Starbound hat die so sehr komische Aufnahme von einer gewissen Langsamkeit. Und hier habe ich wenig Frames. Ich vermute, dass die Festplatte ein bisschen abgeknubbelt ist. Ob du damit recht hast. Vielleicht bräuchte man eine neue, vielleicht mal eine SSD oder sowas. Eine externe SSD, gibt's sowas überhaupt? Weiß ich gar nicht. Na, muss ich mal gucken. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Apropos einige Dinge, wo ist denn Copper? Das hätte er doch da. Der teleportiert sich so ein bisschen zu mir heran, wenn ich in seine Richtung zurücklaufe. Ansonsten läuft er mich irgendwann zurück nach Hause. Und wir sehen ihn gar nicht mehr. Natürlich, ist es schon wieder Nacht geworden, oder? 21, Tatsache, es wird schon wieder Nacht. Nö, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ich leg mich doch nicht, kann ich apropos hinlegen? Kann ich mich hier hinlegen? Kann ich bis zum Morgen durchschlafen? Oh. Natürlich, tags regnet's und nachts ist dunkel. Wollt mich doch verarschen. Ja, ja. Gut, Copper folgt mir. Jetzt haben wir zumindest nicht mehr Nacht, ne? 8 Uhr irgendwas, das reicht. Ich glaube, ich weiß noch, wo die Orks waren. Wir schauen uns mal da hinten ein bisschen um. Wahrscheinlich müssen wir noch den einen oder anderen Scavenger davor erledigen, aber das kriegen wir doch wohl hin. Ah, dann. Oh, Hirsch. Der bayerische Hufzehn mit A. Oh, Hirsch. Und der bayerische Hufzehn mit N. Ja, noch ein Hirsch. So, jetzt gehen wir weiter. Das muss doch irgendwo da hinten gewesen sein, Scavenger. Ich hätte ja gern ein paar Bogenfertigkeiten noch gelernt, aber ich glaube, dafür hätten wir Richtung Cap Dun gehen müssen.
viel weniger. Ja, das finde ich auch. Stecke ich die weg? So. Alles mitnehmen. Hier drüben war noch eine Pflanze. Das Ogerblatt. Die Sichtweite ist nicht berauschend. Ich habe das eigentlich auch schon hoch. Habe ich das hoch eingestellt? Ich gucke gerade nochmal. Da nicht. Ich glaube, ist alles da. Ist alles da? Also wenn, dann liegt es nicht an mir. Da ist noch ein Scavenger. So, das wäre erledigt. Immer ein bisschen höher schießen. Noch Hirsche. Hat er gerade gejubelt? Da, 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 da. Jetzt habe ich schon wieder einen Ohrwurm. Da sind sie. Oh, das sind noch keine Orks. Warte mal, wir speichern mal. Vielleicht ist das ja auch eine Ork-Gruppe und keine Orks. Das kann natürlich auch sein. Also eine menschliche Ork-Söldner-Truppe. Wir versuchen es mal im Friedlichen. Was sind das? Diebe! Ah! Bleib stehen! Na bestimmt. Aber erst wenn ich außer Reichweite bin. Na, warte, Bürschchen. Ein halbstarker. Du wagst es, mich zu schlagen? Ich treffe ihn gar nicht. Ist das eigentlich in allen Spielen so üblich, dass sich mein Mitspieler vor mich stellt? Ach, das ist so gut. Bin ich gut oder bin ich gut? Eigentlich habe ich ja getroffen, ne? Bin ich gut oder bin ich gut? Er hat ja ein Bündel Reis gehabt. Holzschild. Kann ich noch meine Pfeile finden, oder? Ich werde mich da mal durchprügeln. Immerhin waren die mir feindlich. Aber der eine, das ist ein Dieb, okay. Wer ist der andere? Räuber. Au! Ich muss bei ihm weg. Ich habe ganz wichtigen Arztbesuch. Lalala. Ich dachte echt, hier wären Orks. Muss weg. Das sind Lurker. Wo ging der Pfeil denn gerade hin? Den anderen treffen. Natürlich. Oh, ich krieg die Erfahrung. Sehr gut. Was zum... Ich bin bei einer Kopper gehauen, ne? Triffst du mich nicht, weil ich nach hinten schleiche? Tatsache. Wenn ich das später auch noch ausnutzen kann. Also bei den Räubern kann ich jedenfalls nach hinten schleichen. Was macht der denn da? Ein edles Schwert. Sehr schön. Nehmen wir auf jeden Fall alles mit, was wir kriegen können. Ich glaube, ich sollte Kopper mal... Er ist schon tot. Helfen wollte ich sagen. Ich sollte Kopper mal... Das ist nicht die Ork-Truppe, für die ich sie gehalten hatte. Ich dachte echt, hier wären Orks gewesen. Haben sie das einfach nochmal umgeschmissen? Dann... Nehmen wir halt meinen Plan B. Ich dachte, hier wäre einer. Also, einer. Einer der Ork-Gruppen. Eine der Ork-Gruppen. Ich kann heute nicht reden. Ist egal. Ich mache es einfach weiter. Und hier tut so, als wäre alles richtig gewesen. Oh, eine Warenlieferung. Ah, nein, nicht auf den Hocker. Die müssen irgendwie mit... Die hat was mit Kapdun zu tun. Ich weiß noch nicht mehr genau was. Können wir am Lagerfeuer eigentlich was herstellen? Wir können das Fleisch braten. Hm, die Hälfte erstmal. Naja, oder ein bisschen...
So. Pilz nehmen wir noch mit. War hier nicht eine Kiste? Und lass mich mal noch die Ohrgruppe suchen. Auf jeden Fall war sie nicht hier. Da ist eine Schildkröte und ein Lurker. Lurker. Ups, Moment mal, ich habe hier irgendwas auf dem Tisch liegen. So. Ah, hier echt keine Kiste. Den nehmen wir mit. Ich habe ja einige verbraucht hier. Ich habe irgendwie immer das Pech, dass es tags regnet und nachts dunkel ist. Naja, das Letzteres lässt sich wohl kaum vermeiden, aber auf jeden Fall so, dass ich wenig sehe. Dass ihr wenig seht. Ich könnte jetzt auch mit einer Fackel rumrennen, aber ganz ehrlich, nö. Versaut hier die ganze Atmosphäre. Im Regen ist nun mal ein wenig dunkler. Da ist das die Hütte. Da liegen noch die toten Orks. Wir gehen da hinten nochmal zu der Ork-Gruppe. Ich weiß, dass da hinten irgendwo eine sein muss. Ich weiß noch nicht genau, wo es war. Und den einzelnen hier meine ich nicht. Noch erhöht. Ja, grüß Gott. Sag mal, wollte mal fragen. Sans, wo komme ich denn hier am besten zu den Orks? Die sind so eine großen Leuten mit scharfen Zähnen, groß, kräftig. Mit der Breitaxt oder was anderes in der Hand. Wo ist denn das gewesen? Jetzt wird noch Gewitter. Gewitter! Keine Ahnung. Speichern? Ist da ein Wolf? Da bin ich aber noch gerade rechtzeitig stehen geblieben. Schade, dass ich noch keine Tiere rausnehmen kann. Toll. Ja, sicher. Oh. Warte mal, ich muss mal laufen. Na, da kam es ja gerade mal rechtzeitig, was? Schade, ich kann ihn noch nicht ausnehmen. Wilde Blutfliege. Wo denn? Ich nehme erstmal die Pilze mit. Ach, da, hinter. Na, sicher. Koppa, mach doch mal was. Koppa. Ah, danke. Das war's mit dir, du Mistvieh. Du Mistvieh, davon kann ich nicht mal was aufheben. So. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es zu den Orks geht. Ich glaube, man muss doch irgendwo da hinten sein. Aber ist hier lang? Kann auch sein. Da unten war eine Höhle. Da hinten waren die Orks. Hier hinten, oben, drüben. Irgendwo so. Ach du Scheiße. Oh, mehrere natürlich. Ich muss laufen. Natürlich. Ich will nicht ihn treffen. Mist. Ich versuche ja nicht, Koppa zu erwischen. Dann habe ich ihn ruckzuck nicht gegen mich. Komm, da hat auch gesessen. Na also. So, das wäre erledigt. Oh, der hat Keulen. Waren hier noch Pfeile für mich? Wahrscheinlich kriege ich nicht alle wieder. Koppa geht es schon etwas schlechter.